Meine Aufgabe ist heute für 240.000 Euro einen Retro-Sportwagen zu finden. Das heißt, klassisch im optischen Bereich, aber technisch soll so neu wie möglich sein. Und das Ganze mindestens mit einem V8-Motor. Heute habe ich einen ganz besonderen Auftrag. In diese Kategorie habe ich noch nie gesucht. Es soll nämlich ein Sportwagen sein, soll aber ein bisschen so im Klassiksegment sein, soll aber nicht zu alt sein. Mein Auftraggeber heißt Oliver Hornig. Er ist ein extrem guter Unternehmer in Deutschland und auch im Ausland. Und er ist auch ein mega Sportwagen-verrückter Typ. Moin Olli, grüß dich. Ich wurde hierher geschickt. Damit. Hi. Grüß dich, schön, dass du kommen konntest, so Vielen kurzfristig. Dank. Ja, geht gut. Ich bin echt gespannt, was auf mich zukommt. Ich bin echt gespannt. So. Ja, du bist ja der Mann für die Spezialfälle. Ja, erstmal muss ich ja sagen, du hast mir drei Bilder geschickt. Du bist schon richtig autoverrückt. Ne? Solche Bilder kriege ich halt nicht von irgendwelchen Leuten, die zur Eisdiele fahren wollen. Also so hier in Rennanzug richtig schön. Ja, das war auf dem Trackday. Mhm. Also ich fahre jetzt keine Rennen als solches, aber doch hin und wieder mal ein paar Trackdays im Jahr. Was machst du beruflich, wenn ich fragen darf? Erneuerbare und regenerative Energien. Ah, cool. Ja. Jetzt im Moment in Südafrika Photovoltaik. Die haben halt ein extremes Problem mit der Stromversorgung als solches. Und da pro Region jeden Tag 2 bis 3 Stunden Stromausfall. Und wie lange bist du im Jahr dann da? In Südafrika? Immer mehrere Wochen am Stück, so 4, 5 Mal vielleicht. Ja, da kommen wir mal dazu. Was suchst du genau? Ja, ich suche eigentlich einen schönen, großen, schnellen Gran Turismo. Okay. Ja, mit richtig viel Wumms. 8 Zylinder, sehr gerne klassische Form. Mhm. Verbunden vielleicht mit guter, neuerer Technik. V8 Plus schreibe ich auch, aber warum? Ja. Warum kommen Sie jetzt darauf? Ja, ganz einfach. Über einen Sound vom V8 oder V10, da kommt nichts anderes ran. Ne? Ja. Und natürlich ist er auch schön laufruhig. Du musst irgendwie ein Auto haben, wo du auch dich hier reinsetzt mit der Frau, 2 Reisetaschen dabei und dann bis nach Südtirol zum Beispiel durchballern. Verstehe. Ne? So, und da brauchst du halt ein gutes alltagstaugliches Auto. Das willst du jetzt nicht irgendwie nach Karre von 1980 machen. Budget? Große Frage. 240.000. 240.000. Ja. So, eine Sache habe ich noch. Cabrio oder Coupé? Das ist gar nicht so ausschlaggebend. Ach so, okay. Also das würde mir jetzt eher aufs Auto ankommen, weil es gibt ja Autos, die sehen als Coupé grundsätzlich besser aus als die Cabrios. Ja, definitiv. Ja. Also ich fasse das mal zusammen. Es soll in Richtung GT sein, klassische Form. Das heißt aber nicht, dass wir ein Auto nehmen, ja, kein Klassiker in dem Sinne aus den 80er oder 90er. Das soll schon so modern wie möglich sein. Ja, genau. Das ist für mich sehr wichtig, weil ich dann weiß, wo ich suchen muss. Ja, weißt du? Natürlich. Also würde ich mal sagen, so maximal 20 Jahre alt. Ja. Okay. Ich mache mich auf die Suche. Vielen, Super. Vielen Dank für den Auftrag. Ja. Und was fährst du in Südafrika? Danke eigentlich? Dir fürs Kommen. Ja, sehr gerne. Ja, in Südafrika einen klassischen Pickup oder wie man in Südafrika sagt, ein Bucky. Okay. Aber da darf man nur Rechtslenker einführen, oder? In Südafrika darf man keine Linkslenker Stimmt. einführen. Wie in Thailand. Das ist, Thailand das auch. Ist richtig, ja. Stimmt. Das geht leider nicht mehr. Stimmt. Oh, schauen wir mal. Ich mache mich jetzt auf die Suche, Olli. Super. Ey, alter Schwede. Vielen, vielen Dank für den Auftrag, aber der ist hart. Der ist echt hart. Alles klar, ich vertraue dir. Danke dir. Ciao. Okay, ciao. 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 Das wird jetzt extrem schwer. Jetzt müssen wir natürlich das Ganze genauer eingrenzen, weil ich habe schon ein riesen Spielwiese bekommen von Oliver. Okay. Coupé, Cabrio, egal. V8 Plus und es darf maximal 20 Jahre alt sein. Und da picken wir uns jetzt mal den Z8 raus. Das ist ein geiles Auto, 8 Zylinder, über 500 PS, sportliches Auto, GT-Charakter. Das Auto liegt bei 255.000 Euro, das sind 15.000 Euro über mein Budget. Und da ist ein Riesen-Challenge und solche Aufgaben liebe ich, 15.000 Euro jetzt rauszuholen. Jetzt fahren wir mal nach Asbach, das ist zwischen Stuttgart und Heilbronn. Da schauen wir uns das Auto mal genauer an. Außen stehen relativ normale Autos, auch im hochpreisigen Segment, aber Mittelfahrzeuge. Und dann kommst du rein und da stehen die schönen Autos, die Luxusfahrzeuge in dem Sinne. Moin, Andreas. Grüß dich, Hamid. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Hi. Vielen Dank, Andreas. Ich bin da wegen deinem BMW Z8 in Titansilber. Titansilber. Mhm. Schönes Auto, oder? Wunderschön. So don't give up on me.
Das ist der BMW Z8 mit einem 5 Liter V8 Saugermotor mit 400 PS, Endgeschwindigkeit von 250 Stundenkilometer, abgeriegelt von 0 auf 100 mit 4,7 Sekunden. Das Auto wurde insgesamt ca. 5.700 Mal produziert, 3.180 Stück in Titan-Silber. Der BMW Z8 hat einen Neuwagenpreis gehabt von ca. 235.000 D-Mark. Und jetzt, 21 Jahre später, soll das Auto mit rund 14.500 Kilometer noch sage und schreibe 255.000 Euro kosten. Deutsches Auto habe ich gelesen? Deutsches Auto, nur in Deutschland zugelassen gewesen. Okay. Das heißt, wie viele Besitzer hat er? Denn? Älterer Mann gefahren, ganz wichtig. Ach komm, wie war nie auf der Rennstrecke. Wie viele Besitzer hat er? Denn? Das Auto hat tatsächlich 5 Einträge. 5 Einträge? 5 Einträge. 5 Vorbesitzer heißt natürlich 5 verschiedene Charaktere, 5 verschiedene Einstellungen, was Autos betrifft. Der eine fährt das Auto schön warm, bevor er Gas gibt. Den anderen ist es egal, der geht sofort los, weil sich das Auto schöner anhört. Der eine tankt nur das Beste. Der eine sagt, nee, warum? Da steht ja auch ab 98 Oktan, dann tanke ich nur super. Und das sind die Punkte, wo ich dann sage, ja, das wird eng. Das Auto ist 20 Jahre alt. Ist eigentlich ganz normal, dass er ein paar Einträge im Brief hat. 5. Hand ist schon krass. Ja. Ist schon krass. Wir stehen hier vor einem Auto, was ca. 20 Jahre alt ist. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass das Auto 20 Jahre alt ist. Jetzt vom Außen betrachtet, wirkt das Auto noch unheimlich modern, zeitlos. Der ist zeitlos. Das guck mal, ich gebe dir so viel Futter. Ich gebe dir so viel Futter. Ich mache dein Auto so gut und du guckst mich nur an und sagst. Ja, da kann man nichts dazu hinzufügen. Das okay. Ist einfach toll, das Auto. Okay. Wie viele Unfälle hatte er bei den 5 Vorbesitzern? Das Auto ist unfallfrei. Das okay. Auto ist wirklich picobello. Letzte Service ist wann? Der ist fällig. Okay. Die Gummis, die sind von 2011. Also Gummis neu. Okay. Service aktuell. Ja. Aktualisieren. Ja. Hast du ein Radiergummi? Hättest du noch mal 2 Vorbesitzer wegradieren können. Ach so. Hätten wir 3 Vorbesitzer. So, dann machen wir einmal bitte die Heckklappe auf. Dann gucken wir uns noch einmal die Heckklappe an. So. Die Dämpfer sind auch fällig, siehst du? Guck mal, das sind so Kleinigkeiten. So ein Satzdämpfer, die kosten vielleicht 25 Euro, 30 Euro. Die werden ja im Zuge des ersten Kunden, den das jetzt erneuert. Erneuert. Ah, ja, sicher. Ich komme jetzt zu den Sachen, was ich mega schön finde an dem Fahrzeug. Ja. Es ist absolut zeitlos, aber trotzdem ein nostalgisches Auto. Basiert auf den 507. Und genau das ist ja das, was mein Kunde sucht. Er sucht ein Auto, was zeitgemäß ist, aber trotzdem so einen Touch von 60er, 70er, 50er hat. Okay? Aber jetzt wiederum kein Replika ist. Dann machen wir jetzt einmal Verdeckprobe. Kannst den Motor einmal anschmeißen, damit wir die Batterie ein bisschen schonen. Ja. Das machen wir, weil wir einmal komplettes Innenleben uns noch mal anschauen. Verdeck muss man immer prüfen bei so einem Auto, ganz wichtig. Es ist ein 3-Schicht-Verdeck. Stopp. Dann kannst du auch hier dir alles genauer anschauen, ob hier noch alles in Ordnung ist, auch gefettet ist genug. Und hier sieht man die 3 Schichten. Also hier hast du einmal Himmel von innen, dann hast du eine Außenschicht und dann hast du hier eine Mittelschicht. Das heißt eine 3-Schicht. Mach mal jetzt komplett auf, bitte. Und das kommt bei den Z8 sehr häufig vor, weil die Autos so gelagert werden. Du hast ja Hardtop immer dazu gekriegt und dann meinten sie, okay, wir wissen nicht, wohin mit dem Hardtop. Also stellen wir das Auto ab und setzen einen Hardtop drauf und dann ist es 2, 3 Jahre so hier drin. Hast du einen Quetschfall, bis dann. Und dann ist dein Verdeck fertig. Das Verdeck war super. Das Auto wurde richtig gelagert. Das ist ein riesen Pluspunkt, weil da reden wir sofort über einen Schaden von 6.000 bis 8.000 Euro. Lass uns Verdeck wieder zumachen und wenn ich darf, oder was mir enorm wichtig ist, das Auto einmal fahren. Können wir sehr gerne machen. Z8 bin ich so ungefähr vor 15 Jahren gefahren und ich freue mich richtig drauf, wieder Auto zu fahren. Nichts auf Automatikmodus, Lichtautomatik, Automatikwischanlage und so weiter. Nein, hier musst du selber Auto fahren, aber pur. Klimaanlage nicht auf 18 Grad stellen und das war's. Du musst dann entweder auf Stufe 2, Stufe 3, wenn es zu kalt ist, machst du Stufe 1. Fertig. Und das wird echt geil.
Aber der fährt echt ganz gelassen, ganz easy, ganz ruhig. Ne? Ein schöner Cruiser, gell? Ja, genau. Und ich finde auch mein Lederlenkrad mega. Ich komme über mein Lenkrad auch nicht hinweg. Es ist einfach nostalgisch, ohne Ende. Aber du fährst ein modernes Auto, ne? So, jetzt gehen wir mal auf die Sporttaste. Ich gebe mir jetzt ein bisschen Gas. Wir haben die Temperaturen erreicht. Der Sound ist der Hammer. Ich bin echt geflasht, wie geil der fährt. Ja. Der ist so geil. Der macht, ist echt geil, gell? Der macht so Spaß. Das ist unglaublich. Auch so die Kurvenlage und so weiter. Du musst richtig Auto fahren. Du spürst das Auto richtig. Das ist nicht so einfach, sich reinsetzen und los. Ja, der fährt nicht alleine um die Kurve. Die Lenkung ist, obwohl er eine Servolenkung hat, trotzdem eigentlich ein bisschen schwieriger. Schwieriger, genau, genau. Und, aber die Verarbeitung und wie sauber das Auto ist, das ist unglaublich. Ja. Scheinen wohl alle 5 Vorbesitzer Nichtraucher gewesen zu sein. So ist es. Wahnsinn. Aber ganz ehrlich, die Räder sind so hart. Ja. Denk dir einfach, die sind nagelneu drauf. Ja, das wäre blöd, weil die sind mir zu hart. Boah. Machen wir den zweiten Sieg mal richtig hoch. Der marschiert nach vorne, jenseits von Gut und Böse. Das ist unglaublich, oder? Gigantisch. Und nichts Digitales bis auf deine Kilometeranzahl. Das ist geil. Klimaanlage, Gebläse. Du wirst keine weiteren Nachteile finden? Gebläse funktioniert auch. Was ist los hier? Hier ist nichts. Echt ein schönes Auto. Ich muss sagen, das ist echt ein perfektes Auto. Du hast das Auto für 2,55 inseriert. Für was würdest du es mir abgeben? Neue Reifen machen wir, neuen TÜV machen wir. Mhm. Machen das ist sehr großzügig. Die 2 Stoßdämpfer. Aber dann lass mir doch den Preis. Nein. Nein. Wenn der Preis so bleibt, muss ich gehen, weil er nicht mehr in mein Budget passt. Gib mir doch erstmal 4 davor. Also 2,4 und dann gib mir mal. Sicher was. Nicht. 2,40 ja oder nein? Nein. 2,40? Wir packen es jetzt mit 2,40, das geht nicht. Dann lass uns einen Kaffee trinken. Dann müssen wir einen Kaffee trinken, sorry. Ey, das ist nicht dein das Ernst. Das geht nicht. Ist nicht dein Ernst? Ich hole auch gerne einen Shampoos noch. Nee, das brauche ich nicht. Kaffee reicht. Weißt du, was wir machen können? Danke dir. Ich brauche einen Kaffee erstmal, sonst packe ich es nicht. Weißt du, was wir machen können? Und da sagst du nicht mehr nein. Das Ding ist jetzt gesetzt. Ich werde mit meinen Kunden sprechen, ob ich noch 2 Mille mehr kriege. Wir machen 2,42, aber trotzdem machst du Service, alles selber, Gummis mache ich neu. Nee. Doch. Hamid, das doch. Ist der... Doch. Nein. Doch. Marcel, lassen wir Kunden gehen. Da? Passiert schon mal. Leider. 2,45, ich bin 10.000 runtergegangen. Und wenn du dann nein sagst, machst du einen Fehler. Jetzt machen wir es kurz und knapp. 2,40 ja oder nein? Nein. Okay, dann gehen wir aufs nächste Geschäft. Tut mir sehr leid. Tut mir leid. Jetzt haben wir nur ein Riesenproblem. Oder ich habe ein Problem. Also der Z8 hat leider nicht geklappt. Ich muss auch sagen, ich hatte bei 5 Vorbesitzer schon einen bitteren Beigeschmack. Aber nichtsdestotrotz, ich habe es nicht geschafft, 15.000 Euro runterzuhandeln. Und meine Aufgabe ist heute für 240.000 Euro einen Retro-Sportwagen zu finden. Das heißt, klassisch im optischen Bereich, aber technisch soll so neu wie möglich sein. Und das Ganze mindestens mit einem V8. Ich bin auf dem Weg in meine alte Heimat, Bielefeld. Ich freue mich immer wieder, nach Bielefeld fahren zu dürfen. Und wir schauen uns dort ein SLS Roadster an. Das Auto ist richtig gut ausgestattet, soll 249.000 Euro kosten. Mein Budget ist bei 240, also hält sich das in Rahmen. Trotzdem wird es spannend, ob ich das Auto dahin bekomme, wo ich es hinhaben möchte. Moin, grüß dich. Hi, grüß dich. Hamid. Hi, Bezat. Hi, freut mich. Bezat. Genau. Bezat? Bezat. Bezat, okay. Ich bin da wegen deinem Mercedes SLS AMG. Richtig. Und mit einem echten 6,2-Liter-Motor, auch wenn da 6,3 steht. Richtig. Richtig? Genau. Geil.
hier stehen wir vor dem Mercedes-Benz SLS AMG Roadster mit 591 PS. Die Serienmodelle hatten 571 PS und die GT-Modelle hatten immer 20 PS mehr. Das Auto fährt von 0 auf 100 in 3,7 Sekunden, hat eine Spitzengeschwindigkeit von 320 km/h und ist nahezu voll ausgestattet, wie Keramikbremsen, Carbon-Innenpaket, elektrische Sitze, Rückfahrkamera und die B&O-Musikanlage. Das Auto hat ungefähr einen Listenpreis gehabt von 230.000 Euro. Und jetzt, 8 Jahre später und 11.000 Kilometer weiter, soll das Auto immer noch 249.000 Euro kosten. Eine Sache ist mir sofort aufgefallen. Ist dir auch aufgefallen? Der Lack? Nein, nein, nein. Die Räder, DOT, 19. Woche 2013. Okay. Also die Räder sind auf jeden Fall schon mal fällig, die Gummis. Okay. Oder? Ja. Die haben ja bald 10-jähriges Alter. Ja. Okay. Dann hat er die Sonderlackierung Alubeam. Alubeam, richtig. War ja ein Aufpreis von ca. 10.000 Euro. Mhm. Die Farbe kann sich hier drin, wirkt ein bisschen Gold. Ja. Und wenn du rausfährst, ist es eigentlich Silber. Silber, genau. Mit einem Touch Perleffekt Gold drin. Mhm. Ne? Aber eine mega coole Farbe. Also das Erste, worauf ich achten werde, ist natürlich die Lackierung. Es ist eine Alubeam-Lackierung. Einerseits beliebt, aber schweineteuer und sehr, sehr schwer nachzulackieren. Erzähl mir mal was über das Auto. Wie viel der Hand? Zweite Hand. Mhm. War ein Daimler-AG-Fahrzeug und dann auch ein Firmenfahrzeug. Die 11.000 Kilometer, Checkheft gepflegt natürlich. Mhm. Wo du gerade schaust, guckst. Ist das lackiert? Der ist lackiert. Oh ja, stimmt, das sehe ich hier richtig. Aber der ist lackiert. Der hatte vorne rechts einen Bums gehabt. Oh. Leider. Hier? Genau, die Stoßstange, der obere Teil und der Scheinwerfer hat es abbekommen. Scheinwerfer, es muss auch neu wieder, weil der ist von innen undicht. Richtig, ja. Der ist jetzt krass undicht. Du kannst diese Scheinwerfer, kannst du nicht selber mal raus und dann wieder sauber, wieder rein. Die werden bei einer bestimmten Gradzahl, bei Ferrari ist es so ungefähr bei 800 Grad. Okay. Okay, werden sie wieder zusammengeschweißt in dem Sinne und neu abgedichtet. Das kriegst du nie wieder hin, wenn du das abnimmst. Was kostet so ein Frontscheinwerfer hier? Laut Liste knapp um die 4-5. War ein Airbag raus? Nein. Okay. Rahmenschaden gehabt? Nein, auch nicht. Dann mach doch mal das Auto an und lenk mal komplett zu mir, bitte. Alter Schwede, ein Frontschaden. Das ist ja tödlich. Ja, jetzt schaue ich mir mal einmal hier alles genauer an. Kannst du wieder ausmachen? Jetzt schaue ich mir mal hier genau an, ob er hier doch keinen Wumms hat. Hier sind nämlich die ganz genauen Schweißnähte vom Werk aus. Und die sehen noch original aus. Das heißt, da wurde nichts gemacht, auch mit der Karosserie-Dichtmasse. Mhm. Ne? Ist alles noch original hier. Aber die Frontschütze, ist sie neu gekommen? Ja. Ne? Die Frontschütze ist neu gekommen. Geht ja nicht anders, weil das ja GFK ist. Ja. Und Kotflügel? Kotflügel auch. Alter Schwede. Und Scheinwerfer? Ja, Haube auch? Scheinwerfer ist nicht neu gekommen. Nicht neu gekommen. Aber Haube? Wurde lackiert. Wurde lackiert. Das heißt, also dann würde ich mal sagen, der Schaden war ungefähr bei 8.000 Euro, 9.000 Euro. Mhm. Kommt hin. Ja? Ja. Siehst du hier die Lackierung? Guck mal hier. Mhm. Guck mal. Ja. Da muss man noch mal ran. Da hat der Lackierer nicht fein genug gearbeitet. Mhm. Und da blüht er schon ein bisschen. Das heißt jetzt in dem Falle Frontschürze ab, Lampe ab, ja. Motorhaube hoch, diese ganze Abdeckung innen ab. Ist immer besser für die Historie des Fahrzeuges, wenn es bei dem Hersteller wieder oder bei dem Vertragshändler oder Vertragswerkstatt wieder instand gesetzt wird, weil dann in der Datenbank von dem Fahrzeug exakt alles eingetragen wird, was gemacht wurde, was neu gemacht wurde und man kann immer wieder darauf zurückgreifen. Mache ich das aber in eine freie Werkstatt, die sicherlich nicht schlechter sind, das will ich nicht sagen, aber dann fehlt mir die Historie. Ich kann nie zu 100% sagen, wurde mein Kotflügel erneuert? Oder wurde es nur ausgebeult oder ausgebessert? Hat das Mercedes direkt wieder gemacht, oder? Nein. Auch nicht? Mhm. Alter. Du willst 250.000 für ein Auto haben? Hä? Warum gehst du dann mit so einem Auto nicht direkt zu Mercedes? Das ist ein Auto für weit über 200.000 Euro. In dem Falle musst du das bei Mercedes machen lassen. Die gesamte Historie des Fahrzeuges ist kaputt. Alubeam ist eine wunderschöne Farbe, aber ist die schwierigste Farbe zum Nachlackieren. Mhm. Deswegen, weil das eine Dreischichtlackierung ist. Das heißt, das Auto
wird einmal lackiert mit einem Perleffekt, das siehst du ja auch richtig. Das ist Silber mit ein bisschen Goldtouch drin und dann wird er einmal wieder geschliffen, wieder Klarlack, wieder geschliffen, wieder Klarlack und dann hast du das Problem, dass du das Auto sehr, sehr schwer nachlackieren kannst. Das ist ein ganz klares Unfallfahrzeug, das hat er auch nicht verschwiegen, aber es ist definitiv ein Unfallfahrzeug. Du kannst es auch nicht als Nachlackierung, wenn du Steinschläge vorne hast und das Auto nachlackierst, es ist kein Unfallfahrzeug, es ist ein nachlackiertes Auto. Das ist ein Unfallfahrzeug. Gib mal ein bisschen Gas. Noch ein bisschen. Okay. Alles gut. Okay. Die Motoren haben selten was. Also die SLS-Motoren, ich habe noch nie einen SLS gesehen mit Motorschaden oder sonstiges. Habe ich nicht gesehen, gar nicht. Hier siehst du hier auch einen Kratzer. Ich will ja nicht zu pingen, aber siehst du das? Ja, sehe ich es. Aber siehst du, das wirkt wie so 3D. Das wirkt wie so, hat so einen 3D-Effekt. Und das ist diese Dreischichtlackierung, okay. Halt, ne? Wo du dann so viele Lackschichten hast. Und dann wirkt auch so ein Kratzer wie in 3D. Das ist heftig. Es ist ein fantastisches Auto, aber nicht für das, was ich möchte und nicht für den Preis. Ich sehe das Auto irgendwo zwischen 180.000 bis 190.000 Euro. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, das Auto passt zu 100%. Die Farbkombination ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber trotzdem ist es okay. Ja. Es ist ein Retro-Sporter, es ist genau das, was Olli sucht, aber durch diesen Unfallschaden vorne. Ich müsste dir hier einen Preis anbieten, was jenseits von Gut und Böse ist. Da wird eine heftige 1 davor stehen. Ja. Verstehst du? Das will ich dir gar nicht anbieten. Ich bin aus der Nummer erstmal raus. Okay. Okay? Aber trotzdem vielen, vielen Dank, dass du die Zeit dafür genommen hast. Und beim nächsten Geschäft machen wir das vielleicht. Machen wir. Komm. So einen Unfaller werde ich nicht anbieten, weil das Höchstgeschwindigkeitsautos sind, weil das sehr präzise Fahrzeuge sind und weil das meistens Handarbeit ist. Und du kriegst das nie wieder so hin, wie es im Werk produziert wurde. Und auch die Nachlackierung und so weiter und so weiter. Und da gibt es viele, die sagen, mein Auto fährt weit über 300 Stundenkilometer Spitze. Ich möchte einfach keinen Unfallschaden an dem Fahrzeug jemals gehabt haben oder auch nicht mit den Gedanken, dass ich in einen Unfallwagen einsteige. Jetzt wird es echt eng. Wir haben uns den BMW Z8 angeschaut, sind preislich nicht zusammengekommen und dann noch 5 Vorbesitzer. Dann haben wir uns den SLS angeschaut, wären preislich definitiv zusammengekommen, aber Unfallauto geht nicht raus. Und jetzt hat mich Frankie angeschrieben und Frankie ist ein sehr, sehr guter Freund von mir, auch ein ehemaliger Wiesmann-Verkäufer. Und der hat ein Wiesmann MF5 in Weißmatt bei sich stehen. Den schauen wir uns mal jetzt genauer an. Moin, Frank. Hamid, grüß dich. Was für eine geile Farbe. Ja. Hi, grüß dich. Mein Alles Lieber. Fit? Ja, sicher, bei dir auch? Muss, wie immer. Ja, wie das immer. Freut mich. Ein Traumauto. Dankeschön. Wiesmann MF5 Coupé, 10-Zylinder Sauger. Richtig. So, hier stehen wir vor dem Wiesmann GT MF5, ein V10 Saugermotor mit 507 PS. Von 0 auf 100 fährt das Auto in 3,9 Sekunden. Endgeschwindigkeit ca. 311 Stundenkilometer. Es limitiert auf 20 Stück. Das Auto ist der einzige als Rechtslenker, hat einen Neuwagenpreis gehabt von ca. 220.000 Euro. Und jetzt, ca. 10 Jahre später, mit nur 300 Kilometer weiter, soll das Auto 249.900 Euro kosten. Auch bei einem Neuwagen musst du trotzdem gucken. Das ist eine Manufaktur, das ist Handarbeit. Hier kannst du nicht, wenn vorne Kotflügel irgendein Lackproblem hat, nur ein Smart Repair machen. Das ist eine Matt-Lackierung. Das heißt, du musst komplett einen Vorderwagen neu lackieren, wenn nicht sogar bei Matt das ganze Auto lackieren. Und da reden wir dann bei dem Fahrzeug locker über, wenn du den zum Lackierer bringst, Abmontierung, Lackierung, Montierung, dann noch ein Matt lackieren, liegst du ungefähr zwischen 15.000 bis 25.000 Euro Schaden. Ich kann eine Sache sagen, jeder Lackierer, der uns heute hier zuschaut, kann uns zu 100% garantieren, dass alleine diese Rundung
Nur diese Rundung vorne auf dem Kotflügel zu lackieren, sogar in Glanz schon Champions League ist. Außer Frage. Und als matt, ich würde mal sagen, ich lehne mich jetzt ganz weit aus dem Fenster, vielleicht 100 Lackierer in ganz Deutschland. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Ich gehe mal von 20 aus. 20. Die das so perfekt können. Die das so perfekt können. Ich weiß, dass es für dich in Wiesbaden ist und du stehst so davor und alles easy. Du weißt nicht gerade, was in mir los ist. Okay? Okay. Ich liebe ja dieses Auto. Ja, das freut mich sehr. Das ist echt ein mega geiles Auto. Gerade, ich freue mich schon gleich, wenn du dich reinsetzt, bist du nicht nur in deinen Käfig, dann hast du diese fetten Kotflügel, dann hast du diese lange Motorhaube. Ja, du hast eine mega Front, was du ja selten beim Sportwagen hast heutzutage. So. Es ist mega, aber jetzt, genau jetzt. Sag mal einmal Stopp, bitte. Stopp. Hören wir auf, das Auto zu loben, weil sonst kommst du ja preislich nicht mehr entgegen. Das wird hier auch sehr eng werden. Das Auto ist auch neu, ne? Das Auto hat eine deutsche Zulassung. Okay. Ist aber ein, wie soll ich das ausdrücken, es ist ein Sammlerstück. Das Auto ist bewegt worden, eigentlich nur für einen Service und für Inspektionen. Das Auto hat 300 Kilometer gelaufen. Wahnsinn. 300. Wahnsinn. Wenn wir nochmal zum Preis kommen, Hamid, das Auto wäre nicht deutlich, aber so ein Auto würde ich ansetzen, wenn es links gelenkt wäre, um die 310.000 Euro. Jetzt bist du bei 249, ne? Bei 249.900. 249.900 jetzt. Normalerweise würde ich mich nie mit einem Rechtslenker befassen, aber wenn ich überhaupt eine Chance habe von den ca. 70 produzierten MF5 V10 Saugermotoren, ein Anniversary 20 Jahre Edition zu bekommen, auf 20 Stück limitiert und dann noch in meinem Budget und dann noch als Rechtslenker, als Option für meinen Kunden Olli, der das Auto mit nach Südafrika nehmen kann, da muss ich mir das Auto anschauen. Weißt du, was wir jetzt machen? Wir machen jetzt mal einen Soundcheck. Ja, sehr gerne. Schmeiß mal die Kiste einmal bitte an. Ein V10 Sauger, mehr geht einfach nicht. Der V8 Biturbo hört sich ja nach nichts mehr an. Einfach genial. Also, kannst du wieder ausmachen? Darf ich aufmachen? Selbstverständlich. Der Wiesmann hatte ja so einige Sachen. Also, die erste Sache ist, die Türen fangen gerne an zu hängen. Bei dem ist es jetzt nicht so. Ja, gut. Okay. Und dann hast du manchmal hier ein bisschen Aufsetzer gehabt oder sowas. Es ist eine Manufaktur, es ist 100% Handarbeit. Es ist Handarbeit. Ne? Genau. Du wirst immer deine Spaltmaße haben und du wirst es nicht immer alles 100% haben. Genau. Hm? Die komplett, also ist komplett auf BMW-Basis. Also die Technik, wir reden hier von Getriebe, Bremsanlage, Motor, alles BMW. Wurde der denn für einen speziellen Kunden in England hergestellt? Nein, also das Auto hat damals, wir hatten damals einen Partner in Belgien. Okay. Der hat das Auto so bestellt für einen englischen Kunden. Mhm. Wurde dann aber, glaube ich, so viel ich weiß, nicht veräußert. Und dann der jetzige Besitzer hat das Auto dann in Belgien gesehen und hat es dann so erworben. Aber es gibt ja spezielle Firmen, die Rechtslenker auf Linkslenker umbauen. Und ich weiß, dass es bei so einem Mercedes 6x6 roundabout 100.000 Euro kostet, dass sie das umbauen. Nur für die Preisverhandlung. Vielleicht kriegst du was noch mit drin. Es war nichts an dem Auto zu finden, gar keine Frage. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn das ein Neuwagen ist, musst du so ein Auto checken, du musst so ein Auto Probe fahren, du musst gucken, ob alles funktioniert, nichts rattert. Fahr du die ersten Meter. Okay. Und dann tauschen wir. Ich bin dem bewusst nicht zuerst gefahren, weil das ein Rechtslenker ist. Es ist ein Einzelstück. Es ist ein Kundenauftrag, auch für Frankie ein Risiko, dass er mich überhaupt fahren lässt. Da zeigt er mir unheimlich viel Vertrauen. Es wird spannend heute. Es wird richtig spannend. Das Schöne ist, wenn du jetzt fährst, ich kann hier mal ganz genau alles mir anschauen. Ich kann mal alles testen. Ich mache mal Fenster hoch, runter. Deine Seite. Dann habe ich hier... Bitte nicht das DSC ausschalten. Nein, natürlich nicht. Das sind auch richtige Alu-Tasten. Ja. Da musst du auch richtig drücken. Das ist heutzutage bisher nur noch gewohnt. Genau. Touchscreen und bla bla bla. Scheibenwischer geht auf, Blinker geht auf. Genau. Ich bin jetzt bereit. Ja, okay. Wenn ich darf. Ich bin bereit, ich kann es kaum abwarten. Das ist schon geil.
Ist er frei? Ja, ja. Alter Schwede, das ist so ein heftiges Gefühl. Das ist doch Wahnsinn, oder? Das ist echt Wahnsinn. Fühlst du dich gut? Ist ein bisschen komisch jetzt, ne? Ja, ja, ja. Was ich geil finde, sind die Anzeigen hier. Das ist ein Auto, weißt du? Das ist ein Auto. Wofür ist der Knopf da? Der hier? Nee, der andere. Welchen? Der hier? Nee, der andere, in der Mitte. Da in der Mitte. Oh. Da ist sogar kein Knopf. Ich dachte, du kennst dich aus mit Wiesmann. Verarsch mich doch jetzt hier nicht, Knopf. Das ist ein Knopf. Das ist auch ein Knopf. Also ich muss sagen, also es funktioniert ja alles, wir haben alles getestet, das ist alles gut. Auch die Verarbeitung nach zehn Jahren, guck mal, hier ist nichts, das ist alles wirklich wie aus dem Paket. Du packst es aus, alles gut. Ich kenne Frankie seit 2005 oder 2004. Also wir kennen uns schon richtig lange. Und was er kann, ist verkaufen. Das wird hart. 249 900 möchtest du haben, weil das ein Rechtslenker ist. Ja. Und ich finde die Kiste geil. Also für dich, komm her, 249.000. Da sind wir mit der Geschichte durch. Frank. Du kriegst kein MF5. Frank. 10 Zylinder mit 300 Kilometern. Für diesen Preis. Nicht. Frank. So, stopp. Wir beruhigen uns jetzt. Also wir kennen uns ja schon so lange, er weiß, wie ich ticke, ich weiß ganz genau, wie er tickt, deswegen kommt er mir erstmal nur 900 Euro entgegen. Das ist sozusagen, bei dem Boxer ist es ja immer wichtig, wer den ersten Schlag macht. Bam. Ja? Und das hat Frankie mit mir heute hinbekommen. Und dann bist du da, da ist dir schwindelig. Okay, du achtest darauf, dass du nicht auf den Boden fällst, da musst du ihn aber zurücknehmen, da musst du ihn greifen. 2,39. Alter, ich nehme dir einen Rechtslenker ab. Du hast hier nur Linkslenker stehen. Kein Mensch kommt dafür hierher. 2,39. Nein, wir machen 242,500. Dann sind wir beide im Geschäft. 2,39,500. Jetzt ist Schluss. Komm. Nein, 2,40 und dann ist mal wirklich Schluss. 2,40. Komm, dann hast du ein Mega-Auto. Ich brauche ein 3 davor. Sonst nein, ich brauche nicht 4 davor. Komm, 2,40. 2,39,500. Komm. 2,39,500. 2,39,900. 2,39,500. Nein, 2,39,900. Jetzt ist gut. 900. Okay, 700. Alter, 2,39,700. Ey, ich bin der einzige Vollidiot, der den Rechtslenker abnimmt. Oh. Ja? Jetzt hast du ihn auch noch abgeschlossen. Ja, du kriegst das Auto erst, wenn du bezahlt hast. Boah, ich bekomme riesen Ärger mit dem Besitzer. Alter, komm, wir verdienen wieder gar nichts. Lass doch einen Espresso trinken. Komm, ja. Komm. Okay. Komm. Also die letzte Entscheidung trifft natürlich Olli. Ich kann ihn aber dazu raten, das Auto zu nehmen, auch wenn es ein Rechtslenker ist, weil das Auto ist nur, es gibt nur 20 Stück und als Rechtslenker nur einen einzigen auf der ganzen Erde. Und die Option ist auch noch da, dass er das Auto in Südafrika fährt. Wir haben jetzt hier nichts in der Mitte. Entweder sagt Olli, geil, ich bin dabei, oder Olli sagt, pack ein, fahr nach Hause. Da bin ich echt gespannt. Don't you know that I'm trouble? So, Olli, ja, V8 Plus habe ich hingekriegt, der große Moment, das ist echt heftig. Ein Coupé, GT, sportlich, elegant, ein Einzelstück und ich habe noch, was ich on top setzen kann. Sollen wir erstmal andecken? Ja, sicher. Okay, komm. Du bleibst da stehen. Es ist ein Wiesmann in weiß, matt, alles wow. Original vom Werk, so wow. Lackiert. Wow. Schmeiß einfach hin. Ich komme zu dir. Ich hoffe, dir gefällt es. Ich konnte gestern die ganze Nacht nicht schlafen. Jetzt kommt das Geilste. Boah. Es ist auch ein V10. V10? Ich sehe schon, ist der geil. Und jetzt kommt das Geilste. Es ist ein Einzelstück. Es ist ein Rechtslenker. Ach, das gibt's ja nicht. Das heißt, du könntest damit auch nach Südafrika. Genau, ja, rein theoretisch. Genau. Ja, willst du mal rein? Starte mal den Motor. Da bin ich mal gespannt. Ja, und ich erst. Ey, ich mit dem konnte V10. Nicht mehr schlafen. Es ist doch einfach geil, oder? Ein Traum. Ein Wahnsinn. V10 Sauger. Jetzt musst du nur sagen, bist du dabei oder bist du nicht dabei? Auf jeden Fall bin ich dabei. Du weißt, wie erleichtert ich bin. Wahnsinn. Das ist natürlich, ist das ein Traumwagen, ja? Der ist schon echt sehr, sehr geil. Und dann noch hier als Limited Edition und alles. Ja, auf jeden Fall. Hat der Hamid einen super Job gemacht. Hat auch irgendwie alle Häkchen abgetickt. Das ist super. Also
Ich bin sehr, sehr happy. Vielen lieben Dank. Sehr, sehr gerne. Du hast mir eine richtig geile Karre hingestellt. Wenn was ist, kriegen wir durch. Alles klar. Ciao, mein Lieber. Also, ciao. Dank dir. Ciao.